Hey Leute, willkommen zu einem neuen Call of Duty Video. Heute gibt's einen kleinen Tipp für alle, die im Multiplayer mal eine hohe Killstreak aktivieren wollen, das aber irgendwie nicht so wirklich schaffen. Denn es gibt eine ganz einfache Möglichkeit, die dafür sorgt, dass man eigentlich in jedem Spiel eine gute Killstreak aktivieren kann. Und der Trick an sich ist eigentlich gar nicht schwer. Alles, was man dafür braucht, sind die Orbitalvorräte mit 3 Erweiterungen. Und zwar muss man mitnehmen Unterstützung. Die Erweiterung sorgt eben dafür, dass sich die Punkte für die Streak auch aufbauen, wenn man gestorben ist. Dann braucht man die Erweiterung bessere Chance. Die Erweiterung sorgt dafür, dass eben die Chance steigt, dass was Gutes in den Orbitalvorräten drin ist. Und dann sollte man noch Doppeldrücker mitnehmen, kostet auch nur 100 Punkte mehr. Und Doppeldrücker sorgt eben dafür, dass man den Inhalt einmal wechseln kann. Und wenn eben was Schlechtes drin ist, dann kann man einfach wechseln und bekommt dann in der Regel auch was Besseres. Die ganze Sache funktioniert relativ gut, kostet aber natürlich 14.000 Punkte. Das heißt, man muss wirklich 14 Kills machen bei Team Deathmatch zum Beispiel. Und wenn man es noch etwas einfacher haben will, dann geht man einfach in einen Objective-Modi, zum Beispiel Herrschaft, was man jetzt auch im Hintergrund sieht, und spielt dort eben auch Objective. Das heißt, man nimmt die erste Flagge mit ein, nimmt dann alle anderen Flaggen auch mit ein, geht immer wieder zur Flagge hin, verteidigt das Ding, nimmt das Ding ein, killt Leute, die eben das Ding einnehmen wollen und so weiter, baut sich so die Punkte auf. Und wenn man da wirklich schön Objective spielt, ist es wirklich nicht wichtig, wenn man oft stirbt. Man braucht einfach ein paar Kills und bekommt dann eben irgendwann seine Vorräte, da ist eigentlich immer was Gutes drin. Und das Schlechteste, was ich bis jetzt bekommen habe, war eine Drohne mit 3 Erweiterungen, Gefahrenwarnung, also dass man die Leute durch die Wände sieht, Verlängerung, glaube ich, und Tempo. Und an sich ist das dann eigentlich auch schon eine verdammt gute Killstreak, auch wenn sie natürlich jetzt nicht direkt irgendwelche Kills macht. Ja, das war's jetzt dazu. Testet die ganze Sache doch einfach mal aus und schreibt mir in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Würde mich interessieren. Und das war's mit dem Video. Falls es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Und falls ihr weiterhin Tipps, Tricks und Guides zu Call of Duty AW sehen wollt, dann lasst auch ein Abo da. Das war's von mir. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.